Willkommen zurück zum Kurs Programmieren 2. Wir schauen uns in diesem Video mal die Grundlagen der Vererbung an und gucken uns einfach an, wie man eine Klasse von einer anderen ableitet. Das ist nämlich erstmal das Grundlegende, was man in der Vererbung anstellt. Ich sage es gleich am Anfang, weil ich es auch im Skript gleich zuvor geschrieben habe. Die Beispiele, die Sie jetzt hier in diesen und in den kommenden Videos sehen, sind sehr abstrakt gehalten. Warum, komme ich später nochmal drauf. Letztendlich läuft es aber darauf, dass man mit Vererbung relativ viel Schindluder treiben kann. Andererseits ermöglicht die Vererbung und alle ihre Features, die mit ihr kommen, eben auch die Polymorphie. Und Polymorphie ist so die Grundlage für guten, flexiblen Code. Nichtsdestotrotz, bevor wir jetzt irgendwelche Vererbungshierarchien versuchen, anhand von pseudo-wirklichen Beispielen aufzubauen, auf was man da aufpassen muss, erkläre ich auch nochmal in einem späteren Video, bleiben die Beispiele jetzt eher abstrakt. So, dann nehmen wir mal den Code aus den letzten Videos wieder weg. Und wir erstellen uns jetzt hier eine Klasse, die heißt A, wobei es nicht für abstrakt steht, sondern einfach bloß für den Buchstaben A. Und diese Eigenschaft, die geben wir eben über, Entschuldigung, dieses Feld geben wir über eine Eigenschaft raus, damit es für den Nutzer lesbar ist. Und wir haben hier noch eine Methode, die heißt erhöheZähler, und genau das machen wir jetzt hier innerhalb dieser Funktion. So, und dann sehen wir diese relativ simple Klasse. Ist jetzt nicht viel Besonderes dabei, wenn wir uns die mal genauer anschauen. Was wir jetzt machen wollen, ist, dass wir eine Klasse B definieren, die eben von dieser Klasse ableitet. Und das macht man eben so, dass man die Klasse wie gewohnt definiert. Und nach dem Bezeichner für den Klassennamen kommt ein Doppelpunkt, hier zu sehen. Und hier hinten kann man sämtliche Typen angeben, von denen diese Klasse ableitet, beziehungsweise dann Interfaces implementiert. Wichtig für uns ist jetzt erstmal, wir können in einer Klasse nur von einer einzigen anderen Klasse ableiten. Also, wir haben hier unten ja noch die Klasse Program, das heißt, was wir nicht machen können, ist hier, nicht richtig schreiben. Genau, wir sehen hier, dass ab hier der Compiler versucht, einen Fehler anzuzeigen. Wenn man mehrere Typen oder von mehreren Typen ableiten möchte, macht man das eben Komma getrennt. Hier hinten dürften dann aber bloß noch Interfaces stehen. Was das genau ist, schauen wir uns in einem späteren Video an. Wichtig ist erstmal, wir leiten hier von Klasse A ab. Und was hat das für Auswirkungen? Nun, wir instanzieren jetzt einfach mal ein Objekt von B. Und schauen uns mal genauer an, was wir jetzt mit diesem Objekt machen können, den wir den Punktoperator einsetzen. So, und wenn wir uns jetzt hier mal das Code-Vervollständigungstool anschauen, dann sehen wir, aha, wir haben hier neben diesen Equals, GetHashCode, GetType und String-Methoden, wo wir noch nicht genau wissen, was das eigentlich soll, eben auch die Erhöhe-Zähler-Funktion oder Methode und die Zähler-Eigenschaft, die in der Klasse A vorhanden ist, zur Auswahl. Und dann rufe ich doch einfach mal diese Funktion hier auf und gebe dann mal spaßeshalber den Zähler auf der Konsole aus. Und wir debuggen jetzt einfach mal durch diesen Code. Wir sehen, wir haben bei dieser Klasse B nichts gemacht, außer als von A abzuleiten. So, wir instanzieren B,
Wir erhöhen den Zähler und wir können auch ja mal reinspringen mit F11. Und wir sehen, wir landen in der Funktion von A. Ich soll etwas rauszoomen, dann sieht man es eindeutig. Wir erhöhen jetzt sozusagen dieses Feld hier oben. Der ist jetzt auf 2. Und dann geben wir eben die 2 auf der Konsole aus. Und logischerweise ist die dann hier auch sichtbar. Also was heißt ableiten? Erstmal im Grundsatz, wenn ich von einer anderen Klasse ableite, dann bekomme ich alle deren Member oder Klassenmitglieder zur Verfügung gestellt. Und was ich dann üblicherweise mache, ist eben diese API, von der ich ableite, die kann ich hier eben in B erweitern. Was ich hier zum Beispiel machen könnte, ist, ich schreibe hier noch eine Funktion rein, die heißt Erhöhung 3. Und innerhalb dieser Funktion, wenn wir es genau nehmen wollen, vielleicht erhöhe CR um 3. So, und jetzt wird man ja natürlich intuitiv sagen, dass ich hier jetzt versuchen würde, auf dieses Feld, das habe ich ja offensichtlich von A geerbt, zuzugreifen und das um 3 zu erhöhen. Das geht aber offensichtlich nicht, wie wir hier sehen. Die Fehlermeldung ist, dass man dieses private Feld Zähler nicht erreichen kann. Und hier kommt jetzt eben dieses Private ins Spiel. Private heißt wirklich, dieses Feld ist in einer Klasse definiert und nur innerhalb dieser Klasse kann man auf dieses Feld zugreifen. Es ist nicht möglich, von außerhalb dieses Klassenscopes auf dieses Feld zuzugreifen. Deshalb wird hier dieser Fehler vom Compiler geworfen oder angezeigt. Was wir aber natürlich machen können, wir machen es jetzt einfach mal ganz simpel, lassen eine Vorschleife dreimal laufen und rufen da eben diese Erhöhe-Zähler-Funktion aus der Basisklasse auf. Also auch innerhalb dieses Scopes hier, innerhalb des Scopes der abgeleiteten Klasse, kann ich natürlich Funktionen der Basisklasse aufrufen, wie wir das hier sehen. So, und nachdem wir diese Funktion implementiert haben, können wir jetzt eben auch diese Erhöhe-Zähler um 3 Methode aufrufen. Gehen wir durch, wir erhöhen hier um 1, landen hier in der Implementierung der Basisklasse und hier haben wir jetzt eben in B diese Methode definiert und wir nutzen eben die API von A einfach, um diese Funktionalität dreimal auszuführen und letztendlich sollte dann ja hier die 5 drinstehen. 2 plus 3 ist ja offensichtlich noch 5 und das geben wir dann natürlich auch noch auf der Konsole aus. Hier. Also nochmal kurz zusammengefasst, wenn wir von anderen Klassen ableiten, dann geht das nur bei einer einzigen Klasse. Zur Bezeichnung ist es dann auch, das hier ist dann die Basisklasse, weil andere Klassen von ihr ableiten. Das hier ist eine sogenannte Subklasse, weil sie von anderen Klassen ableitet, also von einer anderen Klasse ableitet in C#, um genau zu sein. Wir haben gesehen, Mehrfachvererbung bei Klassen ist eben nicht möglich. Mehrfachvererbung ist über Interfaces möglich, wobei das noch nicht ganz dem entspricht, was wir hier jetzt zunächst gesehen haben. Aber wichtig ist einfach, ich kriege alle Member, die die Basisklasse bietet, eben in meiner Subklasse auch zur Verfügung. Problem ist eben bloß, wir haben gesehen, private nicht. Private heißt, das kann wirklich nur in der Klasse, in der es definiert wurde, genutzt werden. Aber wir haben uns eben hier über den Aufruf der Erhöhe-Zähler-Funktion einfach geholfen, um den Zähler jeweils um 1 zu erhöhen. Ja, das war es dann eigentlich schon auch erstmal für dieses Video. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und im nächsten Video schauen wir uns an, was die sogenannte ist-eine-Beziehung ist. Vielen Dank und bis bald.